Ja, seht ihr das? Oh mein Gott, es ist Aldemar McWalter! Der wahrscheinlich beste Ire im ganzen Großirland überhaupt. Ich weiß es nicht genau. Willkommen, werte Lappen Lapin, willkommen zurück zu Mount & Blade Bananenlord. Wir spielen die Irish Campaign Europa 1100. Weiter geht's. Wir sind ja am Warten. Ich weiß gar nicht, warum wir am Warten waren. Ich glaube, das nächste Turnier war... War das in Waterford? Waterford? So kann ich das nicht sehen, ne? Da fragen wir nochmal. Da fragen wir doch nochmal nach. York und Nantes. Ach, York. Oh, das ist doch gut. Das war Santiago und Dings. Jetzt ist York. York. A York, A York. Auf geht's, auf ins Abenteuer. Ja, ich muss mir mal eine Waffe kaufen und so, aber... Es ist jetzt erstmal... Es gibt wichtigere Angelegenheiten. Da ratet der Kugelreiche. Ja, komm, wir rekrutieren nochmal ein bisschen was. Genau. Und ich wollte die Tavernen durchforsten. Durchforstet die Tavernen. Durchkämmt die Wüste. Oh. 10% Handlung mit Zweihandwaffen. 30% Zweihandfähigkeit für Infanterietruppen in eurer Formation. 30% Schaden gegen Schilde mit Zweihandwaffen. Na, gegen Schilde mit Durchtruppen. Nein, aber das. Bogen. Kopftrefferschaden mit Bögen. 30%. Oder Präzisionsmalus in Bewegung. Oder Schaden mit Bögen in euren Truppenformationen. Okay, warte mal. Es ist beides sehr gut. Das ist wirklich beides sehr gut. Der Präzisionsmalus in Bewegung würde auch zu Pferde. Mach mal den Präzisionsdingens. Kann ich später ändern, wenn ich das nicht mehr brauche. Karawane von Blabla. Was haben wir hier für eine Quest? Quese? Zugtiere. Nein, danke. Wo ist York? Ich weiß, wo York liegt. Bei Leeds ist das natürlich. Da ist Leeds. Guck, wusste ich. Nein, das habe ich nicht gelesen. Ich sehe alles. Ein weiteres Turnier. Beinahe wollte ich falsch drücken. Aber nur beinahe. Ja, kann ich machen. Die ist jetzt auch nicht so geil, aber... Ich brauche mal einen Helm. Meine Güte. Oh Gott. Nein, oh Gott. Komm, gewinne, Nahkämpfer. Guck mal, wenn er schießt und da hinten bückt sich... Ja, sehr gut. Komm schon. Nein. Hä? Geht doch in den Nahkampf. Was ist los? Seit wann machen die das denn? Hä? Was soll das denn? Was war denn mit denen los? Das habe ich noch nie gesehen. Na toll. Ja, so viel dazu. Mein Gott, Walter. Um Jottes, Walter. Ich mach mal hier, das habe ich mich gemerkt in meinem Aufnahmen. Ist das etwas leicht laut. So. Okay. Ja, jetzt müsste eigentlich wieder zwei irgendwo sein. Kirkwall und Nantes. Auf nach Kirkwall. Ich muss das immer lesen, bevor ich aus der Stadt gehe. Keine Quest. Wir gehen zur Taverne. Da ist keiner. Wir verkaufen die Gefangenen. Und los geht's. Auf nach Kirkwall. Denn da ist es schön. Denn wir werden siegreich sein.
Zugtiere, ja. Das Geile ist, du kommst auch wirklich nur durch diese Passage dahin. Es kann halt gut sein oder schlecht. Es ist halt beides, ne? Auf geht's. So, jetzt bin ich aber... Ich muss hier auch erstmal warm kämpfen. Ist wieder eine neue Aufnahmesession. Reicht jetzt hier. Scheiße. Boah. Ja. Oh, scheiße. Ich bin aber weiter, oder? Jawohl. Okay, das ist immer kritisch. Ich bin aber weiter, ich bin weiter, ich bin weiter, das weiß ich. Nein, ich bin nicht weitergekommen, warum? Ach, die beiden sind weitergekommen von dem Team. Ich hasse Turniere. Das ist nur was für Minderwertige. Ich werde es schon schaffen. Aber ich muss mir einen Helm anziehen. Ich muss mir unbedingt einen Helm anziehen. In Bergen und in Nantes. Nee, das ist jetzt... keine Option gerade. Okay. Ärgerlich. Dann... Banditen haben wir ja auch nicht. Ich wollte eine Festlandreise machen, aber... ich bin nicht so sicher. Wir haben 2400 Kohle. Das ist eigentlich viel. Oh, da war ein Schiff, habt ihr gesehen? Mit einer Armee. Ah, Elene der Wanderin. Wo sind wir hier? Voll woke, die Leute hier. Right, so who might you be then? Wir gucken, wir müssen jetzt gucken, dass wir jemanden nehmen, der auch was macht. Ja? Ich meine, wir können die aber trotzdem mal mitnehmen. Ich habe den Namen jetzt hier gerade nicht offen. Das machen wir dann. Ah, es waren jetzt 500. Ich habe einen Trupp zu viel. Jetzt müssen wir einen abwerfen quasi. Nein, kein Iren. Aber oh, der Rest ist ein bisschen... Scottish. Scottish. Du bist frei, geh. Oh Gott, ich bin aus den Diensten entlassen. Okay, jetzt haben wir schon mal jemanden... eigentlich brauchen wir einen Arzt. Das ist das Erste, was wir brauchen. Ja, wir müssen mal runter nach Dover. Dover. Ist doch hier irgendwo. Da, ne? Weißt du, hier? Hier. Hier? Und dann können wir mal Nantes und so unsicher machen. Ich meine, da müssen ja auch Turniere sein. Wir gehen jetzt europäische Turniere fechten. Wir kommen hier sonst nicht voran. Und er kam zurück als Kriegsherr, um Irland zu befrieden. Unfassbar. Glorreiche Taten folgten aufeinander. Denn der war so unfassbar toll. Das, guck, da ist auch die Fähre. Oh, die ist auch echt klein hier, die Distanz, ne? Guck mal, Irmentrude. Das ist wieder ein Schiff. Ich baue ein Schiff. 50 nur. Guck mal, richtig günstig. Einwanderungspreis. Und da sind wir. Paris, ekelhaft. Metz, warte mal. Nantes, Cologne. Auf nach Nantes, da müsste es doch immer noch sein, ne?
können jetzt mal fragen, wo die Turniere alle sind. Zeigt er denn immer nur zwei oder? Ekelhaft. Herstellungsmaterialien hatten wir auch noch nicht. Oh, wir haben Hunger. Kaufen uns ein bisschen Frösche. Wohlgefertigtes Ball. Nee. Hab ich gar nicht mitbekommen, wo ich das... Machen wir so. Vega. Achso, hier ist ein Turnier. In Paris. Oh, wir werden bekannt werden hier. Ich werde bekannt werden. Das ist der Pariser Zwischenfall. So, ich setze jetzt nur einmal, weil ich bin wirklich knapp. Ich kann jetzt hier nicht schon wieder... Ja! Sieg! Natürlich, natürlich. Okay, ich kann jetzt hier nicht alles verwetten, aber... Ja, schon wieder! Frankie Squire ist ein Knappe. Ich kann es nicht immer ständig setzen, aber es ist das einzige Mal. Okay, jetzt komme ich jetzt alles auf die rote Karte hier. Oh, scheiße, ich meine... Okay. Ich bin rot. Wir müssen auf dem Pferd bleiben. Da kann ich sie am besten... Meine Güte! Wenn sie absitzen, krieg ich sie nicht mehr tot, glaube ich. Ich schlage echt langsam. Boah, ich habe ihn nur berührt. Komm jetzt bitte nicht zu Pferde. Nein, Hippen! Nein! Mein Nemesis! Boah! Ich meine, ja! Boah, Alter. 1500. Schuhe habe ich aber schon. Werden verkauft.
Die kriegt nicht meine neue Begleiterin. Schuhe hast du mir gewonnen? Nein, bestimmt nicht. Weg damit. Könnte ich vielleicht zu einem Helm tauschen? Hier ist einer für 966. Hier so eine offene. Da, die will ich eigentlich nehmen. Na, nehme den hier. Ja, wir sind bereit. Was haben wir denn hier? 16. Ne, wir haben schon mal einen Helm, das ist schon mal gut. Ja? Wahrscheinlich, egal was ich mir hole, ist wahrscheinlich alles besser. Kurzschwert. Ich meine, die 62 Schwungschaden ist schon nicht schlecht, aber ist halt. Ich glaube, ich nehme Streitkolben, aber ich habe einfach jetzt nicht die Kohle. So. Jetzt, wo ist das nächste Turnier? Dass ich mal fragen muss. Metz oder Nantes? Guck, jetzt gehen wir mal endlich nach Nantes. Und dann geht's nach Metz. Das ist unser zweiter Turniersieg. Oder dritter? 300er natürlich. Das Orleans. Nantes, Orleans, Paris. Paris ist ja leicht. Paris. Oui, oui, oui. Non, non, Paris. Croissant. Ich weiß nicht, wir sind hier in Paris. Und wir müssen ein paar Turniere absolvieren. Der Beste wird natürlich siegreich sein. Okay, los geht's. Natürlich wetten wir. Aber nur einmal und dann ist Schluss, oder? Oh Gott. Den haben wir. Ach du Scheiße. Nein, ich war doch Zweiter. Oh ja, Gott sei Dank. Ja, auf keinen Fall wetten. So, ich wollte mal einen Screenshot machen von der Arena. Oh, warte. Slow. Oh. Puh. Schon sieht ziemlich gut aus, oder? Guck mal, allein die Haube. Oh, guck mal hier. Geil. Okay, los geht's. Oh, ich muss das Turnier gewinnen. Komm, ich gehe in den Fotomodus. Jetzt müsste mein Shield-Bash ja viel besser sein, aber der hat ja auch ein Shield. Ein Schild. Entschuldigung. Ja, ich wusste, dass er jetzt in der Attacke stecken bleibt. Auf keinen Fall wetten. Auf keinen Fall. Achso, die Wetteinsätze sinken, desto weiter. Ich komme, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe das erste Mal gelesen. Ich habe nie einen Reim daraus gemacht. Warum? Die frühe Attacke macht's halt, aber... Jawohl!
Ja, seht ihr das? Oh mein Gott, es ist Aldemar McWalter! Der wahrscheinlich beste Ire im ganzen Großirland überhaupt. Ich weiß es nicht genau. Ich musste Ihren sagen, ihr dürft keine Kartoffeln anpflanzen. Kartoffeln? Was ist das? Kartoffeln, das ist eine Frucht, die werden bald alle essen. Da gibt's Pommes frites. Pommes frites? Ja, genau. Oder Kartoffeln und Mais. Mais? Was ist Mais? Und Reis gibt's auch. Reis? Was ist Reis? Ja, stellt euch vor, eine Welt ohne Kartoffeln, Reis und Mais. Gibt's hier noch nicht. Unfassbar, oder? Ich sollte mich mal ein bisschen hier konzentrieren. Yeah. Gewonnen. Hakenwurfspieße. Aber die brauchen wir nicht. Die werden auch verkauft. Siegreich, ohne Gleichen. Der wahrscheinlich Beste aller Besten. Yeah. Guck mal, wir können ein besseres Pferd holen. Guck mal, Hummen Rundsit. Der hat direkt Geschwindigkeit, 10 mehr Manöver. Ist ja egal, hol mir den. Und einen besseren Sattel. Oh, guck mal. Ich komme mir vor wie bei Ritters Leidenschaft, wo die das erste Turnier gewinnen. Das ist ein bisschen teuer. Ich meine, so ein Lederwams oder so immer das ist. Wir den hier. Ja, haben wir schon eine Plauze, ne? Ja, aber ich meine, pure Männlichkeit entsteht halt aus dem mittleren Teil des Bereichs. Ist ein One-Pack. Ein behaartes One-Pack. So, genau, ich darf nicht vergessen, noch ein bisschen in die Taverne reinzugucken, immer wenn es geht. Crusader Spearman, ne? Dann gehen wir jetzt mal nach Metz. Aber es ist so weit. Aber ich will mal gucken, wie die Turnierplätze sind bestimmt hier alle gleich. Ja, 1100 ist ja noch frisch alles hier irgendwie. Noch früh. Ist das schon Frühmittelalter? Ich weiß es gerade gar nicht. Da sind Rebellenskis, aber die werden mir jetzt hier wahrscheinlich alle 10 Stunden lang davonrennen. Guck mal, Verdun. Komischer Name für einen Ort, oder? Was da bloß passieren könnte, wenn die wüssten. Ah, Plünderer. Kommt her, nein. Ja? Weg mit denen. On my orders. Ja. So, ich schreite mal ein bisschen vor. Ich guck mal. Und, habe ich jetzt noch ein Präzisionsdingens? Oh ja. Und wenn ich stehen bleibe? Hat sich nicht gelohnt. Guck mal, jetzt sind wir auch wieder... den Skill. Ja! Kartoffeln, Alarm! Ich muss einfach nah genug ranreiten. Dann geht das schon auch mit dem Nachbarn. Es macht halt Spaß. In Vollgalopp irgendwie. Düt. Ich muss jetzt erstmal das Reiten hochkriegen. Du Lappen. Diesem schäbigen Kackbogen hier. Na, wenn ihr wollt, die Kartoffeln hier. Es gibt noch gar keine Kartoffeln. Ja, jetzt sind wir ja nicht mehr in Karadia. Jetzt sind wir ja hier in... im echten Mittelalter. Stimmt, bei Karadia gibt es auch keine Kartoffeln und Mais. Sehr schön. Gib mir die Gefangenen. Also. Okay, weiter geht's. Wir haben noch 11 Essen. Da ist Metz. Das sieht aus wie der Ort. Na, was erinnert euch das? Genau, das sieht aus wie, ach, scheiße, wie hieß denn? Ja, diese Burg. Aus Karadia. Wie hieß denn das nochmal? Der Ort. Schon wieder vergessen. Ist das German? Aha. Herbannen. Hebammen. Schwäbischer Soldat. Ich bin nur Schwab. Ein Schwäble. Schwabble. Schwabbel. Ein Schwabbel.
Ja, aber das sind kurze Troop Trees, ne? Die sind gar nicht so hoch. Ob das sich noch ändert? Gehen wir erstmal in die Arena. Was gibt's? Komm schon, gib mir einen Helm oder so. Ja! Hm, Nomadenschweifhelm. Oh, ich beschwere mich mal nicht. So, wir setzen jetzt nur mal hier ein bisschen was. Oh yeah! Oh, das hier. Ich habe ihn gesehen. Er wird das schon schaffen. Ich muss den erstmal wegmachen. Jawoll! Jawoll! Ja! Ja! Der beste Turniermann der Welt! Guck mal, Elene, die, der Wanderin ist hier. Okay, das geht nicht. Ah, oh, das war dämlich. Geht's doch nicht! Okay, das, bis jetzt ging das oft schief hier. Ja, sehr gut. German Veteran, Militia Spearman. Toller Name. Ne, jetzt wetten wir mal nicht. Auf den Kopf hauen, der hat ja gar keinen Helm. Geht doch. Athletik 55. Ja. Unfassbar. Der beste Turniermeister aller Zeiten. Okay. Ist aber auch spannend. Ich mag meine Hirnhaube. Aber es sind 32. Okay. Ja, gut. Ja. Komm, Elene. Hast jetzt ein Helmchen. Ich muss mal gucken, wer Elene wird. Wir sind ja gleich am Ende. Und dann werde ich das mal ummünzen. Tja, dann wird Johann, wird halt Johannine. Johanni oder Joni. Kein Mitleid. Waldhüterbogen. Ja, ich will jetzt nicht einen Langbogen nehmen. Die kann ich auch nicht zu Pferd benutzen. Das werden wir nicht machen. Wir haben eigentlich ziemlich coolen Schulterhahn. Ich finde ich gut, dass wir den haben, weil der ist schon nett. Aber der, ich meine vom Aussehen jetzt nicht. Ich meine vom Aussehen, sondern nicht von den Werten. Einfach nur Morgenstern. Ist schön, oder? Morgenstern. Ja, wir gehen erstmal so weiter. Und Vigga. Ich weiß gar nicht. Soll ich mal fragen, wo die nächsten sind? Sollte ich mal lieber machen. Pass auf. Dann machen wir jetzt hier Schluss. Ich guck nur gerade, wo die sind. Dann kann ich mal den Namen benennen. In Lyon und in Hamburg. Hamburg. Okay.
Okay, sehr gut. Leute, dann bis zur nächsten Folge. Mountain Blade Bannerlord, Europe 1100, Aldemar McWalter. Bis dahin wie immer, liebe Leute. Haut rein.